Können wir wirklich nichts weiteres mehr herstellen? Nee, wir sind auch total arm. Wir sind wirklich total arm. Na gut. Das restliche Holz vielleicht ablegen. Wir haben ja wieder ein paar Kapazitäten hier in der Kiste. Schrott, ablegen. Weg, 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 weg. Überschüssige Säure, ja, später, ne? Wir machen direkt weiter. Ich bin nicht zufällig in meiner Kampfklamotte. Nein, diesmal nicht. Stopp, 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 stopp. Ganz ruhig, Leo. Du brauchst auch noch Kloppi-Muni. Ohne Kloppi bist du am dran, ja? Munition herstellen, bitte. Genau. Muni, Muni, Muni. 5, 5, 6er. Uns fehlt Blei. Okay, Blei könnten wir einschmelzen. Ich hoffe, wir haben noch genug. Könntest du bitte ganz kurz... Ach, das geht auch so. Wir wollen Blei einschmelzen. Geht noch. Ein bisschen Blei haben wir noch. Die letzte Fuhre Blei. Mach was draus. Zurück an die Bastelwerkbank. Nicht, dass uns jetzt Stahl fehlt, aber ein bisschen Eisenerz habe ich noch. Oh, die Fallout 1 Musik im Hintergrund. Der Hammer. Aber wir haben noch genug Stahl. Gib alles. Munitionsfabrik haut voll rein. Und wir sind durch. It's party time. Ach ja, stimmt. Ich muss ja noch Lederklamotten herstellen. Sofort. Herstellungsloadout. Wir wollen ein Brustteil und ein Bein, ne? Was für ein Bein? Ich guck lieber nochmal nach. Lederarbeit. Welt. Opossum. Brustteil und linkes Bein. Linkes und rechtes Bein. Das kann ich mir merken. Drei Sachen. Aha. Okay, das wird schon. Konzentrier dich, Leo. Was für schöne Plakate. Rüstung, ne? Leichte Rüstung? Wo steht das hier? Schwere Rüstung? Nein. Leichte Rüstung, hier. Lederrüstung, Brustteil. Wut, wut. Rechtes Bein. Und das linke Bein hinterher. Ist geschafft, ne? Cool. Und das Ganze bitte auch gleich noch zerlegen. Rüstung. Weg. Weg. Haben wir sogar alles doppelt hergestellt, was an die Beine rankommt. Das ist ja mal was. Super duper. Im falschen Moment. Aber trotzdem lustig. Bärenfellteppich. Habe ich den überhaupt? Oder müsste ich den kaufen? Bärenfellteppich. Das wird ja irgendwo bei Bodendekor sein. Gehe ich mal davon aus. Bodendekor. Bärenfellteppich. Das ist, wird so ein Tier sein, ne? So ein Tierteppich. Haben wir den überhaupt? Bärenfellteppich. Wo sind denn hier bitte die Tierteppiche? Wie so eine Trophäe, nur für den Boden. Da, das ist er, ne? Nee, Mega-Faultier-Vorleger. Den müsste ich kaufen. Tatsächlich. Finde Baupläne, um dieses Objekt herzustellen. Cool, wir müssen einen Bauplan gezielt finden. Finde ich in Ordnung. Ich guck mal ganz kurz nach. Wir müssen zu einem gewissen Cunningham, einem Händler der Creekside Lodge im White Spring Resort. Aber bevor wir dahin düsen, gucken wir nochmal, was wir noch so bauen müssen. Vielleicht müssen wir ja mehrere Pläne dort kaufen. Lederarbeit. Stell einen Düngerproduzenten in einer Werkstatt auf. Nee, das hat nichts mit einem Teppich zu tun. Brahmenleder verwerten. Brahmen, weiß ich, wo die sind. Oh, das wird lustig. Todeskrallenhaut verwerten. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Todeskrallen finden. Aber fangen wir doch mal mit dem Bärenteppich an. Cunningham. Creekside Lodge. Im White Spring Resort. Hier drüben. Und go. Nee, stopp. Vorher wird... Genau, Staatsanleihen. Verdammt ich nochmal. Ich habe extra Muni hergestellt. Ein bisschen Action. Ganz kurz. Rüstung. Ultra. Kloppy-Modus. Limonade. Und ansonsten haut alles hin, ne? Ja, ist in Ordnung. Maissuppe, genau. Die Maissuppe noch hinterher. Wird alles noch vernünftig gesteckt? Jawohl, ja. So schön. Ein Traum wird wahr. 10 Mahlzeiten auf einmal
als Boni stacken ist ein Traum. Ist ein bisschen aufwendig, aber meine Güte, was macht man nicht? Vielleicht bessere Zahlen. Wie lange läuft denn das schon? Schon lange? Wahrscheinlich. Sind so viele da? Ist wahrscheinlich fast... Hey! Hey! Und es geht los! Alles explodiert. Genau das erwarte ich ja hier von so einem Event. Hey, die war doch bei mir vorhin einkaufen. Direkt vor der Aufnahme. Ist es noch ganz? Wir können. Da sind sie. Na. Wander. Oh, wie schön die leuchten. Runter. Wir müssen sie konfrontieren. Konfrontiere sie. Mit Kloppy. Weg mit deinem Kopf. Oh, oh, oh. Hier geht's heiß her. War die Todeskralle schon hier? Wir haben ein bisschen wenig Energie. Ein ganz klein bisschen wenig. Ich kann ja hier in den Frontalmodus wechseln. Was leuchtet da? Das sieht cool aus. Ach, ein Schatzsucher. Aber der wurde schon erledigt. Und zwar nicht von mir. Nein, hey, wo willst du denn hin, Mann? Der gehört mir. Den habe ich erschossen. Was ist denn mit dem kritischen Schuss heute los? Alles cool, alles cool. Wahrscheinlich war ich zu übereifrig gerade eben beim Hämmern auf die Leertaste und war mal wieder nicht im VRTS-Modus. Voll gut. Warum, hey, warum bin ich in keiner Gruppe? Wow. Na los! Kommt schon! Ihr glühenden Ghule, ihr! Mehr seid ihr nicht! Glühende Ghule! Ihr habt nicht mal eigene Meshes. So, wäre die zweite Welle. Da kommt noch einer. Wir müssen voll reinhauen. Flup, flup, flup! Flup, flup, flup! Schön die rüber ab. Oh, da kommt wer. Wer Großes. Jemand mit Flügeln. Wir lieben sie alle. Die Brandbestie. Hoffentlich legendär. Wir brauchen unbedingt... Schon tot, oder? Verbuggt. Könnte alles möglich sein. Nee, jetzt liegt sie. Da ist sie. Nee, die ist einfach nur... Einfach nur... glibberig. Und da ist sie schon down. Da kam ich gar nicht hinterher. Ach, guck mal, das ist Level 517. Der war vorhin bei uns, beim Laden. Das ist schön. So trifft man sich wieder. Ja, Appalachia ist halt ein Dorf. Da läuft man den Leuten schon hin und wieder mal über den Weg. Alten Bekannten. Na... Zack, zack, zack. Mhm. Sehr schön. Den da, der ist fast hinüber schon. Geht doch. Kommt dann noch eine Brandbestie, bitte. Noch eine legendäre. Und da müssen wir gleich raufschießen, weil sonst wird sie Level 517 ratzfatz vom Himmel holen. Na, hey, ich hab schon 6-mal auf dich geschossen. Stehen bleiben! APD, Appalachia Police Department, auf den Boden. Stehen wir? Wir stehen gut. Schöne Position. Hey. Okay, kriegen wir hin. Das wird schon. Ein Glück kann man den Schallgenerator, wenn man will, auch noch wieder reparieren. Wo war das nicht so? Ich glaube bei T-Terror. Wenn da irgendwas kaputt ist, dann war's das. Aber ich kann mich auch irren.
Upsi. Hey, einfach runtergefallen. Schande. Shame on me. Zack, 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 ist die rüber. Da ist noch einer. Der zockt noch. Einfach mal querfeld einschießen. Irgendwas werden wir schon treffen. Okay, ich glaube, wir haben's. Da hat sich einer verkantet, glaube ich. Irgendein Verbrannter. Da war noch einer, ne? Oder Level 518 sogar. Der hat gerade ein Level gemacht. Gratulation! Hey, hey, hey! Flop, flop, flop! Ihr gehört mir! Triple! Monster Kill! Okay. Wir kehren zurück. Oder kommt da noch mehr? Das muss doch jetzt wirklich der letzte Rest gewesen sein. The Last Dance. Wo kommt die denn her? Wir haben es geschafft. Sehr schön. Staatsanleihen? Fragezeichen. Ja, endlich. Und zwei Fusionskerne. Wir könnten natürlich noch ein bisschen Munition jetzt hier rausholen. Oh, und schon wieder der unvergleichbar schöne Fallout 1 Soundtrack hier im Hintergrund. Ja, genau. Ich glaube, das war das Overworld. Overworld 7, wenn man via Karte durch das Ödland gezogen ist. So richtig schön RPG-mäßig von früher und so. Das waren noch Zeiten. Aber so wirklich durchgespielt habe ich den allerersten Fallout-Teil nie. Den zweiten auch nicht. Den habe ich hier mal letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr angezockt hier auf dem Kanal. Aber das war es dann auch schon. Lässt sich schwieriger Let's Playen, als ich gedacht habe. Aber irgendwann spiele ich den mal durch. Mal gucken, ob ich den mit einem Windows-Emulator auf meinem Handy zu laufen bekomme. Jop, 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 dankeschön. Das wäre ja lustig. So schön mit Touchpen und so. Und einer halbwegs okayen Zoom-Funktion. Doch, ich glaube, das könnte funktionieren. Aber gut, wir müssen weiter. Wir müssen zum White Spring Resort. Oder ist hier vielleicht noch ein öffentliches Event? Nope. Okay, White Spring Resort. Klick. Cunningham Creekside Lodge. Hier drinnen irgendwo. Powerrüstung lasse ich mal kurz an. Creekside Lodge. War das nicht dieser komische Holzladen? Wo ist denn hier die Einkaufspassage? Rechts oder links? Ach, hier. Rechts lang. Creekside Lodge. Creekside Lodge. Ach Mensch, die Musik, ne? So schnuckelig. Da, da. Creekside Lodge. Genau den brauche ich. Cunningham. Du bist Cunningham, ne? Und weil wir natürlich sparen wollen, schlüpfe ich mal in meine Verkaufsklamotte. Flupp. Trink ein Bierchen. Ich hab doch noch eins. Na klar, das mit dem Adler. Das ist er lang geflogen. Von rechts nach links. Hilfsmittel. Wie bitte? Wir haben keine Traubenmantets mehr. Dann haben wir den nächsten Auftrag, den wir im Hinterkopf behalten. So, Cunningham. Ich suche was ganz, ganz Besonderes. Und jetzt enttäusch uns nicht. Da ist er. Authentischer Bärenfellvorleger. 175 Kronkorken. Jawohl, ja. Da sind wir dabei. Und den Bauplan für die Golfschläger können wir auch gleich mitnehmen. Schön. Direkt vor Ort lernen. Jupp. Jupp. Gut gemacht, Cunningham. Und wir können weiter. Zurück. Ins Camp. Wobei, ich ziehe mich ganz schnell um, bevor ich es wieder verpeile. Und hier 20 Folgen oder so in meiner Verkaufsklamotte durch die Gegend laufe. Irgendwas Öffentliches. Nein, sehr gut. Na dann, schnellen Fußes wieder nach Hause. Und ich glaube, den Bärenfellvorleger werde ich mir in den Bunker legen, weil hier passt er irgendwie nicht. Außerdem ist hier mein Baubudget nahezu voll. Da gab es schon einige Probleme. Ich glaube, die wurden verursacht durch den Nuka-Cola-Ständer.
Und zwar hatte das Spiel noch nicht so richtig realisiert gehabt, dass mein Baubudget schon voll ist. Ich konnte zwar die Regale hier ohne Probleme hinstellen, aber die Colas, die man da reinstellt, die belasten auch das Baubudget. Und da lag ich ein wenig drüber. Und dann ist Folgendes passiert, und zwar, ich logge mich aus, logge mich am nächsten Tag wieder ein, weil ich süchtig bin. Und all meine Aussteller und Läden waren komplett leer. Ich hatte zwar die Sachen noch, die waren dann in meinem Stash, aber ich musste komplett alles neu besetzen, alles neu zuweisen. Und das war eine ganz schöne Plackerei. Eine Stunde habe ich ungefähr Gebrauch gehabt. Aber ich habe zumindest jetzt 20 weitere Verkaufsplätze irgendwie wieder, ne, zusammengepresst. Sehr schön. Finde ich auch gut. Wir gehen in den Keller. Zack. Wechseln in den Baumodus. Und ich glaube, wir tauschen den Teppich gegen... Nö, den können wir hier vorne hinlegen. Alles cool. Wobei, der passt hier schon sehr gut in die Ecke, ne? Wir machen es andersrum. Du, mein Freund, du kommst hier hin. Quasi so als willkommen Fußabtreter. Und der Bär, der kommt hier hin. Mit dem Schritt Richtung Tisch ausgerichtet. Schön. Blubdiwupp, wir haben es geschafft. So, und jetzt muss ich nochmal überlegen. Wir brauchen Brahminleder und wir brauchen Todeskrallenhaut. Und weil wir sowieso ein bisschen Zucker besorgen müssen, baller ich mal ganz kurz rüber. Aber wirklich nur ganz kurz nach Flatwoods. Da müssen wir direkt in die City, ne? Aber wir laufen sowieso bei unserer Zuckertour halb durch die City und dann machen wir einfach hier einen kleinen Umweg, wenn wir direkt neben Flatwood sind. Denn da stehen immer Brahmins rum. So, fangen wir an. Gute Idee. Denn ohne Zucker läuft hier einfach mal überhaupt nichts in Appalachia. Was haben wir denn hier? Maulwurfsratten. Sniperino-Time. Boom, weg mit dir. Ja, und dich hau ich genauso weg. Schlängel, du. Yay, Level up. Und wir bekommen Score-Punkte. Ich meine gehört zu haben, dass wir ab der nächsten Season quasi endlose, also zur nächsten Seasons bekommen, dass wir zwar nur die Premium-Belohnung bis zum Ende des Spielbretts bekommen, bis Level 100 wahrscheinlich, aber danach kriegen wir Random-Kram und können immer weiter Score-Punkte farmen und das wird super. Weswegen war ich nochmal hier, ach genau, wegen Zucker. Hey, na, wie geht's dir, du Plünderer? Wir wählen das Farming-Loadout aus und ballern hier einmal den Fluss entlang. Da müsste jetzt ganz viel Schnappriat kommen. Wir müssen ja vielleicht nicht die ultimativ lange Zuckertour machen, aber ein paar Schnappriat werden wir schon gebrauchen. Wie gesagt, ohne Zucker läuft hier gar nichts. Hey, auf zu ruckeln. Aber die großen Ruckler sind besser geworden. Noch nicht komplett weg, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Dankeschön, Dankeschön. Jupp, jupp, jupp. Der Zucker gehört mir, hast du verstanden? Und theoretisch müssten wir gleich mal links abbiegen. Querfeldein Richtung Flatwoods für die Brahmen. Fruchtbare Erde. Nein, danke. Möchte ich nicht. Automatische Warnung an alle. Will ich nicht. Funkübertragung abbrechen. Bitte. Nee, das geht leider nicht. So, Brahmin. Brahmin müssten hier irgendwo sein. Da sind sie. Und ich muss euch dafür töten, ne? Tut mir so leid, Mensch. Das tut mir so leid. Wir brauchen dein Leder. Oh, da sind sogar zwei. Kriege ich vielleicht sogar noch mehr, wenn ich hier diese Extrakarte habe? Nein. Schade. Ich glaube, ich brauche gar nicht komplett ins Schrotflinten-Loadout wechseln für das Erschießen von Brahmin. Achso, wir kriegen nur Fleisch dann verdoppelt. Okay. Ist doch in Ordnung. Ja, ich habe es verstanden. Wir sollten genug Leder haben, aber wir gehen lieber mal auf Nummer sicher. Es tut mir so leid. Ruhe in Frieden. Oh nein, ich habe sie nur verkrüppelt. Okay. Weiter Richtung Zucker.